Hallo? Hallo Freunde, willkommen hier bei Outlast. Muss ich hier nochmal irgendwas drücken? Weil eigentlich müsste doch unser Kumpel da jetzt rein. Ja, da kommt er doch. Ich sag doch, unser Kumpel müsste hier gleich reinkommen. So, unser Kumpel kommt. Unser Kumpel geht da lang. Und ich renne an unserem Kumpel vorbei. Hallo. Okay, gehen wir hier einfach mal weiter. Da rein, das machen wir zu. Dann rennen wir hier durch. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist, aber das hier war er anscheinend nicht. Tschüss. Lizzie lacht sich tot, weil ich dem Typen die Tür vor der Nase zugemacht habe. So, das war entspannt. Jemand, der so wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort ein Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich soll keine Angst haben. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Mörker verschafft, der Unfug, mit dem ihre Stiefel, der Umfang und der Unfug, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftsfirmen es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber... Sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann sollte er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt das Original Outlast gesehen. Dann kennt ihr diesen Typen. Das ist der Typ, der verbuggterweise mal in einer Tür stand und uns fast nicht vorbeigelassen hat. Unser werter Freund Vater Martin, der uns da den Tipp an die Wand geschmiert hat, in den Abfluss runterzugehen. Ja, ja, ja. Aber auch schon wie im Original Outlast. Geht's dir gut? Ja. Bleib mal da drin, hm? Wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Ein ganz, ganz großes Problem. Nicht so innerhalb des Spiels, aber... sondern eher so vom Folgenaufnehmen her. Denn die Uhr, die sonst hier immer neben uns stand, die hat die Hufe hochgemacht und wir haben keine Batterien und ich habe heute vergessen, welche zu kaufen. Naja. Dementsprechend muss ich Lizzie einmal bitten, auf die Uhr zu schauen. Okay, Kumpel. Wir sehen uns wahrscheinlich später. Wie schon einmal erwähnt, wir laufen hier parallel zu den Geschehnissen von... zu den Geschehnissen, die außerhalb des DLCs geschehen sind. Das hier kennen wir auch noch. Ach ja. Betreff Scheinschwangerschaften. Echter Profit. Rick, das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber...
die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung vom PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung vom Project Warrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stelle ich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jer. Ja, es ist unethisch, nicht auch noch aus Frauen Profit zu schlagen. Ach, diese Unethik. Meine Güte. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung wir gehen sollten. Ich frage mich, wie wir aussehen. Ich glaube, wir müssen inzwischen ziemlich ranzig aussehen. Ich weiß halt nicht, sowohl diese Richtung hier sieht aus, als könnten wir hier weitergehen, als auch die andere. Ich nehme das mal eben zurück. Diese Richtung hier sieht nicht so aus, als würde man da irgendwie weiterkommen. Gut, gehen wir hier bei unseren Kumpels lang. Solche Bilder würde ich mir nicht unbedingt aufhängen, also wenn ich die Wahl hätte jedenfalls. Hallo? Passwort. Ich habe kein Passwort. Ja, den Raum kennen wir auch noch. Gab es hier nicht eine Batterie? Ja, hier gibt es immer noch eine Batterie. Mal so. So Interesse halber. Die Kamera, die wir hier benutzen. Und die Kamera, die unser Kumpel Miles benutzt, ja? Es scheint mir verdammt nochmal. Wir werden von dem Dicken wieder verfolgt. Es scheint mir verdammt nochmal einfach dieselbe Art Kamera zu sein. So. Hier einfach weiter. Und hier raus. So. Fertig. Ciao. Kündigt sich nicht mal an, sondern fängt einfach an loszurennen. Das habe ich ja gerne. Nur gut, dass die Musik weiß, wenn wir verfolgt werden. Und das war ganz schön hell. Die geht doch halb auf. Weißt du, so einen Spalt weiter aufmachen und dann mal ordentlich gegentreten und ich wette, das Ding wäre offen. Aber nein. Gut, auf der anderen Seite ist dann die Frage, warum wir da überhaupt rein sollten. Ja, gut, also wir sind jetzt drin. Ist das so sinnvoll, hier drin zu sein? Gibt es überhaupt irgendwas außer diese Batterie, die ich fast übersehen hätte? Und diesen... Ah ja, guck mal. Hey Kumpel! Na, geht's gut? Ich nehme mal die Akte hier mit und lese die. Über den Knien, unter dem Nabel. Auf Glaskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird man was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien, unter dem Nabel. Auf Glaskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Ich belasse es mal dabei. Ich lese das nicht komplett vor. Das noch fünfmal. Ich glaube, da würden wir alle so bekloppt werden wie die Leute hier drin. So. Und ja, ich bin immer noch davon überzeugt. Tür so den Spalt aufmachen, dagegen treten und das Ding wäre weggeflogen. Gut, vielleicht nicht geflogen, aber bewegt hätte sie es trotzdem. So. Wir sind wieder draußen. Und ihr wisst genauso gut wie ich, dass mir das eigentlich nicht gefällt, hier draußen unterwegs zu sein. Okay. Da könnte man lang. Da könnte man nicht lang. Okay. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Vielleicht können wir es sogar durchspielen. Das Spiel ist nämlich gar nicht mal so lang mehr. Die Hälfte haben wir schon. Da könnte man wahrscheinlich durch. Falls wir hier nichts mehr finden sollten. Und, jupp, wir finden hier nichts mehr. Gut, dann hat sich der schnell erledigt. Aua, der hat sich gerade voll den Kopf an diesem aufgeschnittenen Draht aufgekratzt. Ich glaube, das ist nicht so gesund.
Aber was weiß ich schon. Ich kenne mich eh nicht so gut aus. Hallo. So, hier mache ich zu. Aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Hier ist High Voltage. Da sollte ich wahrscheinlich noch nicht anpacken. Das heißt, für uns wahrscheinlich, dass wir irgendwie, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie das gehen soll, beziehungsweise keine Ahnung mehr habe, wie das gehen soll, den Strom ausschalten müssen. Und da links sieht es eindeutig weitläufiger aus als hier. Vielleicht gibt es hier ja nur wieder eine Akte. Ja, ich glaube, ich hatte recht, dass es nur eine Akte gibt. Töte uns, brenn das Gebäude nieder, schlimmer als der Tod hier. Töte uns, töte uns. Wer bist du? Könnte das der Priester gewesen sein? Ich weiß es nicht. Könnte aber sein. Da nichts drauf. Da nichts drauf. Okay. Ab in den nächsten Bereich hier. Ein toter Wärter. Eine lebendige Batterie, die ich irgendwie nur aus einem bestimmten Winkel aufsammeln kann. Das erinnert mich an, wie ist das Spiel, was wir zusammen angeguckt haben? Silver Chains? Mit den lustigen E-Symbolen, Schatzi? Ja, Silver Chains. Wo man oft darauf angewiesen ist, in Schränke zu gehen, die man aber nur aus einer bestimmten Richtung auswählen kann. Und das hier unten sieht aus und klingt wie, hier musst du den Strom ausmachen. Das heißt, ich werde erstmal in die andere Richtung gucken, falls es da dann überhaupt noch irgendwie weit lang ging. Denn da hinten war ja noch was. Aber nein, nicht für uns. Gut, hätten wir das auch wieder geklärt. Dann müssen wir also wirklich da lang. Stupidupidu, spopidipidum. Der schüttelt seinen Orangensaft, damit das Fruchtfleisch von unten loskommt. Ja, denn wenn Fruchtfleisch auf dem Boden klebt, ist das sehr unklug. Deswegen Kinder immer schön den Orangensaft schütteln vor dem Trinken. Wie erklärst du das denn sonst bitte? Also es tut mir leid. Wir müssen das ganze Programm hier doch für Elena kinderfreundlich machen. No. Strom ist aus. Und wir können jetzt hoffentlich hier einfach weitergehen. Schuppidupidum. Spuppelippeldei. Und irgendein Fuzzi hat wieder den Strom angemacht. Der Strom ist noch da. Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen kleinen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches oder Zurechnungsfähiges kann hier irgendwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich solle mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu lassen. Gefangen zu halten, Entschuldigung. Ich muss ihn wieder ausschalten. Aber warum das Fragezeichen am Ende? Und ich wette, das ist einfach nur irgendein Typ, den es erfreut, einen Hebel zu drücken. Ich glaube, da ist ausnahmsweise mal nichts Übernatürliches dahinter. Wobei man ja auch sagen muss, selbst wenn der Wallrider... Oh. Unser Orangensaftmann ist weg und ist anscheinend hier lang gelaufen. War doch klar, dass Orangensaftmann kommt. Nee, Orangensaftmann, ich habe keinen Bock auf dich. Danke. Ich mache dir jetzt auch die Tür zu. Und dann werde ich schnell da drüben hingehen. Orangensaftmann hat einfach den Strom wieder angemacht, weil er so viel Spaß dran hatte. Wer kann es ihm verübeln? So, Ende. Keine Lust auf Orangensaft. Oh, doch nicht Ende. Orangensaftmann kommt hinterher.
So, hier, jetzt Ende mit Orangensaft. Es hat gespeichert, also glaube ich nicht, dass er uns noch verfolgt. Die Frage ist, warum er uns nicht mehr verfolgt. Egal, egal. Ach, guck mal. Hier sind wir. Kumpel, hast du auch keine Batterie für uns? Nein, da geht's auch nicht lang. Was sagt die Uhr, Schatzi? Heißt das Nicken, dass sie langsam eine Folgenpause machen könnte? Ich kann es dir nicht genau sagen, weil du mich nicht von Anfang an gebeten hast, auf die Uhr zu kommen. Okay, das ist ungünstig. Aber spätestens um 10 nach folgen wir. Okay, dann mach ich bis zum nächsten Save Point. Aua, das ist ganz schön hell hier. Hallo? Hallo? Da könnte man runter. Ich glaube, da müssen wir auch runter. Ja, da führt leider kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, wenn wir da unten sind, wird uns irgendwas... wir im Wasser langsam sind. Naja, irgendwas hat irgendwas nach uns geschmissen. Wieder irgend so ein Heini. Wer weiß, vielleicht von oben dem Turm. Ich würde mir da nicht allzu nicht so die allzu großen Sorgen machen. Sage ich und tue es aber doch. Hallo, da geht's unten drunter durch. Das kann ich nicht aufmachen. Da sind wir von reingegangen. Das ist wieder das, was ich ganz am Anfang sagte. Von wegen, dass man irgendwie trotzdem immer wieder... Hi. Sieht, wo man war, sodass man den Fortschritt erkennen kann. Selbst wenn es nur ein kleiner Fortschritt ist. Wie jetzt in diesem Fall. So, und da hat das Spiel gerade gespeichert. Das heißt... bevor wir diesen Wasserturm hier oder was es auch immer sein soll, nach oben klettern, ja, machen wir eine Aufnahmepause und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Dankeschön, Freunde, fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat auch dieser Part wieder gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich spätestens morgen wieder. Bis dahin schlage ich noch das Mikrofon und bedanke mich und nochmal und tschüssi.